So Leute, nachdem ich jetzt neulich das Rivals of Ixalan bei hier Pre-Release Kit gemacht habe und da so viele Ixalan Sachen drin waren, habe ich die Weiten des Internets nach einem Ixalan Pre-Release Pack durchforstet und habe auch eins gefunden. Boah, jetzt endlich offen. Ja, ich habe keine Ahnung, was in den Pre-List-Kits hier drin war. Ixalan ist relativ easy an mir vorbeigegangen, da war ich nur Commander am Spielen. Und da haben mich im Endeffekt nur diese Verzauberung interessiert. Ist schon hübsch. So, ich vermute mal, wir haben hier einen Würfel. Davon habe ich mittlerweile auch viel zu viele. Dann haben wir ein Jace, listiger Schiffbrüchiger. 3 Mana, 3 Marken. Okay. Plus 1. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einen Spieler in diesem Zug Kampfschaden zufügen, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Okay. Minus 2. Erzeuge einen blauen 2-2 Illusionskreaturenspielstein. Wenn das Ziel wird, opfert. Okay. Minus 5. Erzeuge 2 Spielsteine, die Kopien von Jace listiger Schiffsprecher sind, nur dass sie nicht legendär sind. Was? Was? Alles klar. Ja, sollte erstmal fertig auspacken. Witzig. Die Karte ist auf jeden Fall witzig. So, dann haben wir hier 6 Ixalan Booster. Das Set ist nicht schön gealtert. Also, Ixalan ist mittlerweile etwas, was nicht mehr so beliebt ist. Wie immer bei den Pre-Release Packs, oder größeren Openings gehe ich direkt nach vorne zu den Uncoms, tituliere die Uncoms nur, wenn sie interessant sind. Ansonsten gehe ich weiter zu den Rares. Dementsprechend bin ich jetzt bei einem unheilvolles Flaggschiff. 3 Mana, 3-3. Piraten, die du kontrollierst, haben plus 1, plus 0. Und wenn das Ding Spieler Kampfschaden zufügt, wirft jener Spieler eine Karte ab. Okay, wenn man 3. Okay, dann gucken wir uns mal das nächste an. Dementsprechend mal gucken. Warte mal. Auf, geh, komm. Danke. Ja. Kumenas Sprecherin. Okay. Hinterlistiger Goblin. Säulen des Ursprungs und Schreckensflottenverwüster. 5 Mana, 4-4 bedrohlich. Und wenn er ins Spiel kommt, verliert jeder Spieler ein Drittel seiner Lebenspunkte aufgerollt. Geil. Ogre Piratenzauberer. Es hat einfach ein Ogre Piratenzauberer. Oh Gott, Sekunde. So, direkt wieder da. Geht's weiter. Ja, Ixalan selber war halt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so der Startschuss für diese ganzen Treasure-Karten. Entdecke die Geschichte. Es gibt 5 Bücher zu Ixalan. Oder was? Das verstehe ich nicht. So, gucken wir mal durch. Commons, weg damit. Sturmflotten, Naturwandler, Klerikerin und wagemutige Saboteurin. 2-1. 3 Mana kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Immer wenn die Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Boah, ist jetzt aber gut hier. Schrecklich. Also aktuell, wenn ich hier rausschaue, es regnet bis zu mir nicht mehr. Alle um mich herum haben so ein bisschen Kloß im Hals und das habe ich mir anscheinend auch irgendwo angefangen. Ja, nicht so geil. Dann wütender Schwertzahn, Strachrücken und Drachenschädelpass. Ein Checkland. Nehmen Buddyland. So ist die richtige Bezeichnung. Kommt getappt ins Spiel, wenn es nicht einen Sumpf oder ein Gebirge hat. Tappen für ein rotes oder schwarzes.
Ja. Ich habe ganz vergessen, dass die da drin waren. Ich finde von X-Men immer noch nicht so begeistert. Also, ich meine, es sind Piraten, Dinosaurier und alles. Sie müssten einfach so die größten Kindheitsträume aller Magic-Spieler erschaffen haben. Aber irgendwie... Skrupellose Schlift, Luftelementar. Was? Tagelagenkletterer. Und andauerndes Speerfeuer, dreimal Hexerei. Füg einer Kreatur deiner Wahl drei Schadenspunkte zu. Überfall. Bringe die aus dem Friedhof die Hand zurück, wenn du mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast. Die ist nicht schlecht. Ja, genau, sowas hätte ich hier ganz gerne mal. Naja. Die ist echt nicht schlecht. Aber ich glaube nicht viel wert. Aber gut. Sag doch jemand Bescheid. Das ist doof. So. Und jetzt zu guter Letzt haben wir Schlachtschiff der Legion. Die sehen alle so gleich aus. Diese Schiffe sehen hier alle so gleich aus. Alle so dunkel und so weiter. Krass. Beutejägerin. Kapitänin der Schreckensflotte. Die Kapitänin des Ankam, okay. Und Banner der Siegreichen. 5 Mana. Wenn es ins Spiel kommt, stimme ein Kreaturentyp. Kreaturen mit diesem Kreaturentyp erhalten +1/+1. Und immer wenn du einen Kreaturenzauber dieses Typs wickst, ziehst du eine Karte. Die ist nicht schlecht für Tribal Decks. Ja, ich habe keine Ahnung, weil ich Preise davon überhaupt nicht im Kopf habe. Und ja. Ich glaube, war ganz okay. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.